Eigentlich wollte ich zum SP5 gar kein Video machen, denn es gibt dazu schon mehr als genug Videos mittlerweile on YouTube. Aber wie der Zufall es will, TwoTrees hat dann irgendwo beim Versenden von dem Laser Engraver irgendwas vertauscht und hat mir dann doch den Drucker geschickt und hat gemeint, hey komm, schwamm drüber, behalte das Ding einfach und mach was damit, was du willst. Bau es auf, teste das Ganze auf Herz und Nieren, mach ein Video drüber oder schick das Ganze direkt irgendwo in die Schule oder verschenk das Ganze, wenn du magst. Und ich habe gedacht, okay gut, ihr wolltet das Ganze auch mal in der Review sehen, deswegen schauen wir uns heute mal den Drucker an und danach geht er in die Schule und wir werden uns mal anschauen, ob das Teil dann wirklich so schlecht ist, wie der eine oder andere gesagt hat. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von makorama.de und heute geht es um den TwoTrees SP5. Kleiner Teaser vorweg, nach dem Video werde ich den Drucker einpacken und ihn diese Woche noch in eine Schule hier im Kanton entsprechend fahren mit dem Ender 3 V2. Und dem Big Tree Tech Pi, das habe ich im Voraus schon abgeklärt, die Schule wartet schon auf den Drucker und freut sich entsprechend den Drucker zu erhalten. Der Eiffel Zanko 5 ist schon in der Schule, der ist dort schon fleißig im Einsatz sozusagen, wenn ihr das Video seht. Und ich freue mich, dass das Ganze gut klappt und es gibt auch gute Neuigkeiten bezüglich des Ultra Enclosures. Kane von dem Ultra Enclosure Projekt hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, ey cool, ja, wenn du das möchtest, kannst du das gerne natürlich für die Schule nochmal drucken. Da hast du meine Permission dafür, also meine Genehmigung dafür. Und Sweden Fuel hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, hey, du hast doch von uns das neue PETG-Material bekommen, das recycelte PETG. Wenn du möchtest, kannst du das natürlich nutzen, um das Ultra Enclosure zu drucken. Das heißt also, das Ganze ist ein bisschen größer gewachsen, als ich es mir gehofft hatte. Und von daher vielen, vielen lieben Dank. Und das ist natürlich auch schön, dass das Ganze dann so Ausmaße annimmt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das Ganze noch ein bisschen größer später werden würde. Aber jetzt erst einmal ein Schritt nach dem anderen und wir schauen uns erstmal an, ob das Teil nun was taugt und ob es wirklich so schlecht ist, wie ich damals gesehen habe. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe einiges gedruckt. Ihr seht hier auf der Werkbank, ich habe einiges gedruckt. Dazu kommen wir gleich auch nochmal, damit ihr auch sehen könnt, wie gut denn die Druckergebnisse sind, wie denn der Drucker druckt, wo die Vor- und Nachteile sind. Aber wir schauen uns erstmal an, was kommt denn da. Also insgesamt habe ich mit dieser Anleitung hier 2,5 Stunden ungefähr gebraucht, um den ganzen Material, was mitgeliefert worden ist, also Schrauben, die wirklich gut verpackt sind, muss man sagen. Das sind alles in kleinen Tütchen. Hier hat man so kleine Zipperbags quasi, wo dann überall ein Label drauf ist, wie viele Schrauben drin sind. Genau wie beim Laser Engraver, muss ich sagen, war richtig gut verpackt. Man hat auch, wie ihr sehen könnt, hier noch ein bisschen Material übrig. Das sind Ersatzschrauben, die man hierfür verwenden kann, aber nicht muss. Und es sind natürlich noch ein paar Kabelbinder, wo jede Menge mit dabei waren, wo ich gesagt habe, okay, die brauche ich jetzt nicht alle. Von daher ist es ausreichend Material mit dabei, dass ihr das Ding zusammenbauen könnt. Und die Anleitung ist bis auf so ein paar kleine Details auch ganz schön gemacht. Sie ist nicht so umfangreich wie beim Laser Engraver, weil da nochmal das Ganze in Englisch und in Deutsch gehalten ist und zum anderen aber auch bei dem Lightburn oder auch bei dem GBRL Laser Tool entsprechend nochmal eine kleine Anleitung dabei ist. Aber zum Aufbauen und zum Leveln reicht diese Anleitung hier durchaus aus. Wer ein bisschen Englisch kann und ein bisschen sich die Bilder anschaut und damit umgehen kann, der kann das Ding allein hiermit komplett zusammenbauen. Ist also kein Hexenwerk und wie gesagt, ich habe im Stream, als ich die ganze Zeit hin und her geredet habe, unterwegs, wo ich nicht mein Werkzeug komplett dabei hatte, habe ich ungefähr 2,5 Stunden gebraucht. Ich denke mal, hier in der Werkstatt, wenn ich alles parat liegen habe und Ersatzschrauben da hätte oder das ein oder andere Werkzeug, dann wäre ich schneller gewesen. So musste ich nochmal ab und zu was suchen gehen. Also von daher, ich rechne mal mit 1,5 Stunden ungefähr, bis das Ding aufgebaut ist. So im Normalfall. Ja? Dann war im Lieferumfang noch enthalten natürlich eine wunderschöne Knipex, muss ich sagen. Also die gefallen mir richtig gut. Die finde ich besser als diese standard normalen blauen mit diesem ganz dünnen Gummiüberzug hier, so ein hellblau, was beim Ender immer dabei ist, bei den ganzen Creality-Druckern. Da finde ich die schon richtig gut, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass hier unten irgendwie irgendwann mal der Griff rauskommt. Das ist also auch schon mal ziemlich gut. Dann war einmal so eine Rolle mit 0,2, also 200 Gramm PLA mit dazu. Ich habe die jetzt noch nicht aufgemacht, die kriegt die Schule natürlich. Die Wicklung, kann ich sagen, ist okay. Ob der Durchmesser okay ist und ob sich das Ganze drucken lässt, das werden wir natürlich in der Schule dann erfahren. Dann kommt natürlich die Anleitung mit. Einmal ein USB-Micro-SD-Kartenleser. Ja, das ist der gleiche wie beim Laser Engraver, der mit dabei war. Hier nochmal eine Micro-SD-Karte. Das gleiche wie beim Laser Engraver. Also von daher, vom Setup her ist es eigentlich fast identisch. Selbst das Werkzeug ist relativ identisch. Da habe ich irgendwann geguckt, so, hey, welches ist jetzt vom Laser Engraver und welches ist vom SP5. Da geben die zwei sich nichts. Geliefert wird das Ganze in einer großen Kiste, dass hier die ganzen Z-Achsen entsprechend, die sind
zerlegt. Hier oben das Top-Teil ist komplett montiert und hier unten entsprechend das Bodenteil natürlich auch. Und man muss dann hingehen und muss eigentlich nur die Z-Achsen mit einbauen und muss die hier verschrauben, die ganzen Kabel anklemmen. Es ist also nicht so schwer, wie man sich das jetzt vielleicht von anderen Druckern kennt. Also es ist eher so auf einem Niveau von einem Ender 3 oder von einem Ender 5 vom Aufbau her, würde ich sagen. Von daher alles gut. Hier auf dem Druckbett kommt eine Glasplatte separat mitgeliefert mit einer Klebefolie auf der Unterseite. Das finde ich persönlich jetzt so, ja, kann man machen. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne glatte Oberfläche, die keine Probleme verursacht jetzt entsprechend bei meinen Drucken. Aber ich mag halt keine statischen Glasplatten, weil gerade bei der Größe geht man hin, versucht das Druckobjekt runterzubekommen. Und gerade wenn man ein Stück zu nah dran gelevelt hat, wird das immer schwerer und dann macht man sich die Beschichtung kaputt. Und da habe ich auch dem Hersteller schon geschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass da in Zukunft eine flexible Platte drauf wäre. Ich habe jetzt hier natürlich nochmal eine Flexplate mit einer PEI Powder-Coated Beschichtung entsprechend draufgepackt. Das ist zwar von der Passgenauigkeit her ein Ticken zu klein, aber ich denke mal, für die Schule wird es für den Anfang ausreichen und dann kann man später nochmal hingehen und kann die Platte austauschen. Genau. Das ganze Teil kommt überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, aber im Vergleich zu anderen Druckern in der Preisklasse heutzutage mit Linearschienen. Und zwar auf der Z-Achse, auf der X-Achse und auf der Y-Achse. Also komplett ausgestattet. Und ich muss sagen, da bin ich echt überrascht gewesen, dass die das auf dem Level hinkriegen. Und das war echt ziemlich gut, muss ich sagen, bis jetzt. Das hat sich wirklich in der Druckqualität auch bemerkbar gemacht. Das sehen wir gleich nochmal. Dann kommt das Ganze mit einem Hot hinterher, wo ich sage, okay, da müssen wir nochmal drüber reden, gerade über das Kabelmanagement. Und das Ganze kommt mit einem Filamentsensor, der zwar ziemlich basic ist, aber von der Aufbauart her verbaue ich den genauso auch bei meinem Voron Zero und bei meinem Low-Budget Voron. Von daher habe ich da gar nichts dran auszusetzen. Das ist einfach nur ein mechanischer Schalter, wie auch hier die ganzen Endschalter. Der funktioniert einfach und ist einfach unkaputtbar. Von daher Daumen hoch dafür, dass das halt nicht so ein fancy Shit ist, sondern dass überhaupt ein Sensor mit dabei ist. Was ich mir wünschen würde, wäre nochmal so eine Art Mount, dass man den Filamentsensor hier hinten am Rahmen quasi befestigen könnte, weil der hängt momentan so ein bisschen lose hier rum. Und wenn ich den jetzt mit Schrauben hier hinten festmache, dann muss ich das Filament unnötig um die Ecke quasi rum richten. Das ist auch nicht ganz angenehm, aber es wäre definitiv machbar. Ich würde eher eine Lösung bevorzugen, die dann direkt hier unten an dem PTFE-Schlauch dranhängen würde, damit das Ganze halt ein großes Konstrukt ist und da nicht irgendwie was rumbabbelt oder irgendwie noch separat befestigt werden muss. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die Technik funktioniert und die funktioniert sogar, muss ich sagen, ziemlich gut bis jetzt. Dann habe ich erstmal die Lautstärke gemessen, weil ich gemerkt habe, okay, bei anderen Druckern, auch bei dem Elegoo Neptune 3 Max und so, ist die Lautstärke schon ein Ticken lauter. Gerade hier bei den Elegoo Resin Druckern zum Beispiel sind die Lüfter dann doch schon ein gutes Stück lauter als bei dem hier. Der liegt hier knapp um die 60 Dezibel. Das kommt immer drauf an, wie gerade, wenn ich hier die Fenster auf habe im Sommer, wie denn nach draußen die Lautstärke ist oder ob hier noch irgendwas im Büro entsprechend noch an Lüftern oder sonst was läuft. Also so circa 58 bis 62 Dezibel habe ich irgendwie immer gemessen. Das ist also jetzt nicht allzu laut. Wenn ich da drüben am Schreibtisch sitze, höre ich den eigentlich schon nicht mehr allzu doll. Also höre ich den Neptune 3 Max deutlich lauter. Ansonsten ist hier natürlich ein Dual Gear Extruder Clone verbaut. Ich finde die Teile okay, die machen auch ihren Job. Der hier vor allen Dingen auch. Es gibt hier so einen kleinen Punkt, wo ich sage, okay, da könnte man noch mal ein bisschen dran arbeiten, weil innen drin vermute ich jetzt einfach mal so, was ich jetzt so grob gesehen habe, ist hier drin einfach so eine plane Ebene mit einem Loch drin, ohne eine Phase irgendwie an dem Loch dran. Das heißt also, wenn man ein Filamentstück hat und da ein bisschen daneben ist, dann bleibt das Filamentstück da gerne dran hängen. Das habe ich jetzt schon öfter gehabt. Deswegen, da muss man schauen, dass man das ein bisschen anschneidet, ein bisschen abflacht an der Seite, dass so ein 45-Grad-Winkel dran ist und das Ganze so spitz ist. Dann kommt man eigentlich relativ gut rein nach dem ersten oder zweiten Versuch. Da würde ich mir halt, wie gesagt, wünschen, dass man da einfach eine Phase in die Kante reinfräst, damit das Filament, egal ob geschnitten oder nicht geschnitten, einfach gut reinkommt. Dann haben wir hier oben den PTFE-Schlauch und der ist eigentlich, da habe ich nichts dran aufzusetzen. Da habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt, dass sich irgendein Filament drin verstopft hat. Auch wenn so vorne so ein Knubbel dran ist, wenn man das Filament gewechselt hat. Da war jetzt hier nicht wirklich meiner Meinung nach das Problem, dass da so eine Art Reibung entstanden ist und das Ganze sich irgendwie verkantet hat. Das ging alles immer flüssig, da habe ich also wirklich kein Problem gehabt. Hier oben diese Verkabelung sozusagen, dieser Plastikkabelschlauch,
der ist okay, den kann man lassen. Allerdings finde ich den jetzt nicht unbedingt sehr praktisch, weil ich auch schon mal gemerkt habe, dass er sich das ein oder andere Mal hier hinten dran an der Z-Achse, entsprechend an der Y-Achse quasi, hinterm Druckkopf quasi verkantet. Das kann man, denke ich, aber auch relativ einfach lösen, indem man nochmal so, was weiß ich, ein Nylon-Filament irgendwie einarbeitet, dass das Ganze dann entsprechend in einer gewissen Form hält. Ansonsten ist das eigentlich ganz gut. Das Hotend hat meiner Meinung nach, ja, das ein oder andere kleine Problem. Also es ist erstmal ein grundsolides Hotend, das ist halt so typisch China-Drucker, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber es gibt so ein paar Probleme dabei, wo ich sage, okay, allein die Kabelführung ist ziemlich anstrengend, das überhaupt alles richtig anzuschließen. Fand ich schon so ein bisschen fragwürdig, wenn man da jetzt mal ran muss und die Nozzle tauschen muss oder irgendwas in Richtung, dann kann das unter Umständen zu Problemen führen. Generell muss man sagen, das Ganze wird durch zwei Schrauben an der Rückseite festgehalten und ich hatte erst das Problem, dass beim ersten Druck beim ersten Leveln gemerkt habe, dass die Nozzle über den Fan Shrouds, also über den Teilelüftern entsprechend hängt und dass hier quasi dann entsprechend die Teilelüfter auf dem Druckbett aufsetzen und dann immer noch so 1-2 mm Platz zur Düse hin ist. Das konnte ich aber ganz einfach lösen, indem ich einfach die zwei Schrauben auf der Rückseite vom Hotend gelöst habe, das Ganze mit der Heatbrake nach unten versetzt habe, entsprechend, dass die Nozzle quasi unter dem Teilelüfter sitzt und dann habe ich einfach PTFE-Schlauch nachgeschoben. Das hat funktioniert bis jetzt. Ich habe bis jetzt keine großartigen Probleme gehabt. Das scheint wohl dann auch entsprechend von dem Gap, was da drin herrscht, entsprechend das kein Problem zu sein. Also das dann zwischen der Heatbrake und dem PTFE-Schlauch, nicht, dass sich das Filament irgendwo zwischendrin verkantet, weil es vielleicht schon ein bisschen zu früh schmilzt oder ein bisschen zu früh wabbelig wird. Nicht, dass es sich da irgendwo verkantet und dann entsprechend das Hotend sich verstopft. Das Problem habe ich bisher noch nicht gehabt und das selbst bei dem Meta-PLA, was ich hier alles verwendet habe zum Drucken, was ja eigentlich schon eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Von der Oberfläche her, hier von der Benutzeroberfläche des Druckers her, muss ich sagen, das ist, finde ich, sehr schön gemacht. Das ist in einer ganz anderen Farbkombination gehalten, wie sonst üblicherweise die Drucker. Das ist eine erfrischende Art und Weise, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das würde ich mir wünschen, dass andere Hersteller da auch ein bisschen mehr rumspielen und die UI ein bisschen mehr anpassen und nicht einfach nur die Standard-UI nehmen. Da haben sie wirklich in der Hinsicht, muss ich sagen, einen guten Job gemacht. Das hat mir gut gefallen. Leveln lässt sich der Drucker damit auch ganz gut. Es ist ein sehr einfacher Mechanismus, wo man die einzelnen 5 Punkte anfangen kann. Also einmal die 4 Eckpunkte und einmal in der Mitte. Und dann kann man das immer wieder einstellen und kann immer wieder vor- und zurückfahren und kann gucken, ob die Punkte dann alle in Ordnung sind. Was mich ein bisschen stört beim Leveln ist, dass das Ganze mit 4 Punkten funktioniert und nicht mit 3. Oder dass man da jetzt nicht für den Preis hingeht und sagt, okay, man baut vielleicht nochmal einen Touch-Sensor ein, einen Klick-Sensor oder irgendwas in Richtung, eine Clicky-Probe oder sowas in Richtung. Das kann man natürlich nochmal nachrüsten und da muss man natürlich auch nochmal ins Board dran. Und wenn wir gerade beim Board sind, hier unten ist eine Klappe. Besser gesagt, hier sind zwei Klappen, wo dann die Kabel entsprechend verlegt sind und einmal das Board unten drunter zum Vorschein kommt. Das heißt also, man hat hier die Möglichkeit, auch schnellen Zugang zum Board zu erlangen. Und das finde ich persönlich auch ziemlich genial, dass man diese Möglichkeit hat. Ansonsten ist der Drucker, muss ich sagen, recht gut verarbeitet. Der kam auch sehr gut daher. Also der war gut verpackt und alles drum und dran. Ich habe keinen einzigen Kratzer und keine einzige Macke drin gehabt. Das war bis jetzt, was ich so sehen konnte, kein Profil verbogen oder sonst irgendwas in der Richtung. Und die Schienen sind alle soweit vormontiert. Also diese Linearschienen, die hier an der Y, X und an der Z-Achse montiert sind, die sind alle vormontiert. Da würde ich mir natürlich wünschen, okay, da ich schon gemerkt habe, hier bei der Spindel, bei der Z-Spindel, da hat es dann ab und zu mal so ein bisschen metallisches Schleifen gegeben, so ein Schleifgeräusch gegeben, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich nochmal hingehen. WD-40 und dann anschließend nochmal ein bisschen schön Silikonspray oder irgendwas drauf machen und mal ein bisschen einfetten das Ganze, damit das auch wirklich ordentlich läuft. Das hat wunderbar funktioniert, aber ich würde mir halt wünschen, dass man vielleicht die Linearschienen nicht, wie es ist, vormontiert liefert, sondern einfach separat liefert, dass man nochmal die Möglichkeit hat, entsprechend nochmal auf der Rückseite entsprechend ein bisschen Fett einzusprühen und das Ganze, wie ich es beim Low-Budget-Voron auch letztens gemacht habe, dass man dort auch nochmal die Möglichkeit hat, die Linearschienen nochmal nachzufetten und zu gucken, dass das auch wirklich alles okay ist. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich bisher keine großartigen Probleme dadurch gehabt. Außer bei den Z-Spindeln, die waren aber relativ schnell behoben. Wie gesagt, einmal kurz ein bisschen mit WD-40 drüber, um das Ganze zu reinigen, einmal abwischen und dann nochmal ein bisschen Fettspray drauf und schon läuft das Ganze ohne irgendwelche Geräusche und läuft wirklich ruhig, muss ich sagen, und ich habe damit keine Probleme mehr.
Dann kommen wir mal zu den Drucken und da war ich wirklich überrascht. Also ich meine, ich war sowieso schon überrascht, dass er sich gut aufbauen ließ. Das habe ich auch damals im Stream schon in Patreon gesagt, dass das Ding sich wirklich gut aufbauen ließ. Und ich muss sagen, von der Druckqualität her, ich blende euch gleich nochmal ein bisschen B-Roll ein. Hier habe ich angefangen, die Teile, also nicht wundern, hier ist noch ein bisschen Tree-Support dran. Den habe ich jetzt noch nicht abgemacht, weil ich erstmal wie wild gedruckt habe, damit ich das Ding, bevor es in die Schule geht, halt entsprechend so gut es geht ausgetestet bekomme. Und ich muss sagen, hier beim Support, da geht es, ist das Meta-PLA. Das geht halt nicht unbedingt gut ab. Aber die Druckqualität ist echt gut. Ja, also im Vergleich zu dem, was ich online gesehen habe, ist die Druckqualität bei diesen Druckern mittlerweile, muss ich sagen, einfach gut und einfach bombastisch. Wenn hier noch ein bisschen Stringing oder irgendwas dran ist, dann liegt es daran, dass ich einfach nur grob das Standard-PLA-Setting genommen habe und nicht großartig rumgespielt habe, sondern einfach nur grob die Temperaturen für das Meta-PLA angepasst habe. Aber das Druckbild an sich, die Linien, die Layerhaftung, alles drum und dran, ist grundsolide, macht einen sehr schönen Eindruck und da sind keine großen Artefakte irgendwie drin, dass man sagen könnte, ah, das ist jetzt nicht so schön, da hat man Z-Wobble drin oder irgendwas in Richtung. Nein, das macht alles einen grundsoliden Eindruck und auch wirklich einen schönen Eindruck. Und das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass dieses Gerät vielleicht, naja, mit einer 06er Nozzle oder mit einer 08er Nozzle ausgestattet wird, weil es ist schließlich ein 310x310 großes Bett. Das wäre natürlich schön, dass das Ganze irgendwie mit einer größeren Nozzle ausgeliefert werden würde, weil für solche Teile oder für größere Teile, wenn man das auf dem großen Bett drucken würde, das braucht natürlich ewig und da muss man dann entsprechend selber nochmal eine MK8 Nozzle, ist es glaube ich, entsprechend draufpacken. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass da nochmal eine größere Nozzle mit dabei wäre. Aber alles in allem, muss ich sagen, sind die Kritikpunkte, die ich an dem Gerät habe, die ich auch TwoTrees mitgeteilt habe und für die sich TwoTrees auch bedankt hat, eigentlich eher Kleinigkeiten. Das heißt hier Fett, eine Nozzle, entsprechend das Hotend richtig schon mal von Werk ab einstellen, dass man da nicht nochmal ran muss oder eine Anleitung dabei geben, falls das irgendwie verstellt ist. Hier oben diesen Plastikschlauch vielleicht ein bisschen durch einen Textilschlauch ersetzen oder sowas in der Richtung. Es sind wirklich Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, die könnten verbessert werden. Hier hinten das ist der Filamenthalter. Ansonsten ist das ein grundsolider Drucker und entgegen der Meinung von anderen auf YouTube muss ich einfach sagen, ja, TwoTrees hat gehört und TwoTrees hat wirklich den Drucker Stück für Stück verbessert in den letzten Jahren und daraus ein grundsolides Gerät gebaut, was man heutzutage auch immer noch empfehlen kann. Gerade für Einsteiger würde ich sagen, ist das ein gutes Gerät. Man braucht zwar ein bisschen Nerven beim Leveln, aber ansonsten ist das wirklich gut. Und ich gucke darüber und sehe noch eine Sache und die muss ich euch sagen, die habe ich bis jetzt noch nicht wirklich oft bei einem Drucker gesehen, der so beim China-Drucker gesehen, die so momentan ausgeliefert werden. Und das ist hier unten eine Isolierung fürs Druckbett. Ja, die war mit dabei standardmäßig. Da gab es eine fertig zugeschnittene Matte, die man sich hier unten drunter packen konnte. Das finde ich natürlich auch genial, weil das ist etwas, was ich finde, jeder Drucker erstmal haben sollte. Und was ich auch gut finde, ist, dass es auch von TwoTrees noch die Option gibt, hier an der Seite, wo die ganzen Schrauben dran sind, nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, ich packe dann nochmal Acrylpaneele oder Makrolonpaneele dran. Die gibt es natürlich von TwoTrees fertig zugeschnitten und dann kann das Ding eingehaust werden und kann dann auch natürlich Materialien wie ABS und Co. drucken. Das finde ich persönlich jetzt zum Beispiel mal sehr, sehr gut und das gefällt mir auch wirklich gut. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich packe das Teil, wie gesagt, gleich ein und fahre zur Schule. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was die Schule damit macht, dann bleibt doch auch bitte auf dem Kanal und abonniert den. Und ich bedanke mich natürlich auch vielmals bei meinen Patreonen, bei TwoTrees, bei Freedom Fuel und natürlich bei Kane von Ultra Enclosure. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.